Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Im heutigen Video geht es hier am Bahnhof weiter. Und zwar werden wir hier den Bahnsteig versetzen und das Gleis hier werden wir versetzen und neu anpassen, damit das Ganze auch hier zu dem geplanten neuen Schienenverlauf passt. Und dann können wir auch im Laufe des Videos sehen, wie es denn dann mit dem Bahnhof hier weitergeht, was kommt. Wir werden einige Infos im Video haben, wie das hier mit dem Umbau weitergeht, was denn so alles geplant ist und was das Ganze nach sich zieht durch das Anpassen des Gleisverlaufes, den wir hier im Bahnhof haben. Also es ist einiges zu tun. Ich werde erstmal das Ganze hier abreißen, die Weiche rausnehmen und den Bahnsteig wegmachen und dann zeige ich euch das gleich wieder. Vorher müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen Platz schaffen. Das heißt, der Zug, der muss hier erstmal rauskommen und dann fahren wir den weg und fahren den hier erstmal auf den anderen großen Bahnhof drauf, damit wir auch genügend Platz zum Bauen haben. Wird eine spektakuläre, riesengroße, lange Zugfahrt, die jetzt hier schon wieder endet. Ja, ich fange an mit Bauen und zeige euch das dann gleich wieder. Also bleibt dran. Der Bahnsteig ist weg und die Sachen sind erstmal abgebaut. Dann habe ich wieder die Sachen hierher sortiert, den Bahnsteig hierhin sortiert. Der Bahnhof steht hier drüben. Der ist ja modular oder zerlegbar gebaut. Ist also auch keine große Aktion, den hier wegzubauen und wegzunehmen. Und die Treppe steht dann wieder hier hinten drin. Und jetzt geht es an die Gleise ran. Ich werde es dann jetzt wieder so machen, so wie ich sie abbaue, baue ich es gleich wieder hier drüben hin. Und dann ist jetzt nur noch die Problematik oder die Frage, ob denn auch dann mit unserer Weiche hier hinten alles passt und auch aufgeht. Ich werde das Teil hier austauschen, das mit der Schalter auf der anderen Seite ist. Da müssen wir dann auch mal schauen, ob ich das hier auch alles unterbekomme. Aber es sollte klappen. Größte Problematik ist, dass dann auch der Gleisanschluss dann auch entsprechend passt, wenn ich die Weiche verschiebe. Das werden wir aber gleich sehen. Ja, und da hier sind noch Kabel, die kommen auch raus. Das waren Kabel von früher, von dem Thema Automation. Da hatte ich dann mal vorgesehen, hier auf der hinteren Seite Weichen zu schalten mit Weichenschaltern. Das hat sich aber jetzt ja auch erübrigt. Werden wir demnächst auch noch mal etwas dazu sehen, weil wir ja ein Stellpult bauen. Ja, ich mache weiter und melde mich dann wieder mit dem nächsten Bauabschnitt. Die Schienen sind jetzt alle verlegt. Es war jetzt ein riesengroßer Aufwand, trotz alledem. Die Weiche ist drin und wir haben jetzt hier an der Weiche so einen S-Schlauch auf der linken Seite hier drin. Und auf der Seite geht es dann nochmal auf unser äußeres Gleis drauf. Ja, war jetzt gar nicht so einfach, das Ganze auch einzubauen, dass das auch funktioniert. Es schaut auch ein bisschen komisch momentan aus durch den S-Schlauch. Aber da ich hier eine R104 Weiche drin haben wollte und ihr auch eine Weiche brauchen, wo dann der Schalter auf der Seite hingeht, dann war das hier die beste Lösung, so wie es momentan ist. Die Fliesen sind jetzt noch nicht alle richtig drauf auf der Weiche. Das wird noch gemacht von mir. Mir tun jetzt ein bisschen die Finger weh. Ich habe jetzt hier die ganzen kleinen Steine wieder zwischen den Gleisen schon reingelegt. Und was natürlich auch noch war, was ihr nicht sehen könnt, ich musste jetzt das äußere Gleis komplett neu verlegen, weil hier das Anschlussstück drei Noppen weiter herüben war. Also ursprünglich ging es gleich bis daher die geraden Stücke und dann habe ich jetzt hier das ganze Stück auch neu verlegt. Dafür habe ich aber jetzt auch gleich hier den Unterbau auf dem vorderen Stück noch hingemacht. Der war ja noch nicht dran. Ja, und es fehlte in der Mitte oder auf dem neuen Gleis noch die ganzen Schwellen. Das ist jetzt auch noch einiges, was rein muss, lauter kleine Plates und Fliesen. Einiges habe ich hier drin, das werde ich jetzt wieder verwenden. Das mache ich jetzt rein und wenn dann das drin ist, melde ich mich wieder und zeige euch den nächsten Baufortschritt. Der Bahnsteig ist soweit erstmal fertig und die Gleise sind verlegt und es ist jetzt auch im Bereich vom Bahnsteig auch alles mit wieder mit Fliesen, Schwellen und so weiter gemacht. Ich zeige euch jetzt nicht mehr genau, wie ich jetzt hier die ganzen Bahnsteige gebaut habe oder den Bahnsteig, weil im letzten Video haben wir ja schon den drüberen Bahnsteig angeschaut. Das ist jetzt hier auf der Seite im Prinzip genau das gleiche nochmals. Ja, und so schaut es momentan jetzt aus. Ich gehe mal noch ein bisschen zurück. Die Gleise passen jetzt wieder, die Abstände sind jetzt wieder in Ordnung. Und die Treppe habe ich jetzt auch schon hingebaut für den Bahnsteig, für den Bahnhof, sorry.
Oben habe ich ein bisschen was weggenommen, dass wir den dann draufsetzen können. Das machen wir auch noch gleich. Ich wollte es euch jetzt nochmal so zeigen, wie es hier ist. Ja, dann haben wir hier unsere Kurven drin. Es fehlen jetzt natürlich noch Ballastplates in 104 und 72, teilweise auch in 88 für die andere Seite drüben. Das machen wir mal in einem separaten Video. Ich möchte jetzt nicht extra wegen ein paar einzelnen Ballastplates eine Bestellung aufgeben. Da werde ich ein bisschen sammeln, wenn wir dann auch an den Kurven rangehen, die dann hier hinten dann sind und Gleisunterbau, dann bestelle ich die Sachen mit. Also das kommt dann irgendwann demnächst oder dann im Herbst mal und dann kommt auch das Verhübschern. Ja, dann habe ich eine Frage an euch. Ich habe einen Kommentar gekriegt. Da war dann eben Bahnsteige abknicken drin und jetzt habe ich mir gedacht, weil der Bahnsteig auf der Seite relativ kurz geworden ist aufgrund von dem S-Schlauch da drin. Ich mache jetzt hier mal so eine Flügelplatte rein, zeige euch das und frage mal, was ihr denn davon haltet. Passt sowas? Schaut sowas gut aus? Wir gehen mal von allen Seiten hin. Ich habe jetzt leider nur eine schwarze Flügelplatte da. Schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet, von dem Ganzen. Könnte man dann vielleicht jetzt auch noch hier auf der Seite machen, dann würde noch ein bisschen länger der Bahnsteig. Vorne auf der Seite würde ich es nicht mehr machen, weil die Kurven einfach zu steil dann weggehen. Ja, ich mache jetzt noch das Bahnhofsgebäude drauf und dann geht es schon langsam auch wieder an die Zugfahrten. Und dann habe ich noch ein paar Infos für euch. Ja, der Bahnhof ist wieder drauf und jetzt kann man das schon ganz gut sehen, wo das Dilemma, das Desaster liegt, wie im letzten Video beschrieben. Er ist einfach zu kurz. Es ist aber trotz alledem, wie ich jetzt sehe, gar nicht so tragisch. Es sollte reichen, wenn wir jetzt ein Fenster und so eine Reihe wieder einfügen, dann wird der Bahnhof 6 Noppen breiter und dann sollte das zur Treppe passen, dann steht er nur noch ein kleines Stück über. Es soll auch nicht zu weit sein, weil auch ein zu großes Bahnhofsgebäude, denke ich, auch nicht so gut wäre. Es wird dann demnächst umgebaut werden. Ich werde den oberen Teil allerdings nicht umbauen. Ich werde hier wohl eine kleine Terrasse machen mit Stühlen und Tischen, Bänken, so eine Art Aussichtsplattform, die hier noch hinkommt. Denke ich, macht sich ganz gut und dann wäre die Sache auch wieder in Ordnung. Ja, ist aber wohl eine größere Umbaumaßnahme, weil ja immer noch hier unten drin die Löcher drin sind für die Position von den alten Treppen. Das muss alles angepasst werden. Wir können mal kurz reinschauen. Ich hebe das mal kurz hoch. So schaut es innen drin aus. Ja, und ihr seht, ich habe hier auch mal drüber nachgedacht, das Ganze mit Innenausstattung zu machen. Das wird aber wohl nicht kommen, weil das bei mir einfach nicht so mein Ding ist und es werden mir auch zu viele Steine bei der Größenordnung, wie ich jetzt hier baue. Ja, dann habe ich gesagt, Infos. Ich habe bestellt bei der Klemmbausteinwelt wieder, dank an den Hajo, kam super schnell an. Und zwar ist da jede Menge Nachschub drin, auch allgemeine Steine, die ich brauche. Und unter anderem würde ich im nächsten Video hier unten das nächste Modul bauen. Vielleicht auch schon andeutungsweise eins der nächsten Module. Es sind also reichlich Steine da. Das kommt jetzt darauf an, wie das Ganze auch ausgeht. Ich habe jetzt ein bisschen anders bestellt von den Blades, wie ich es im Studio geplant habe. Ich habe mir hier so Blade Mix bestellt. Hellgraue Platten, dunkelgraue, das habe ich auch gehabt. Die habe ich jetzt schon verwendet am Bahnhof. Und dann habe ich eins in Tan, verschiedene Bausteine, die wir brauchen. Ich habe die Bögen, habe ich hier solche bestellt. Und ich habe ein paar Beleuchtungssachen bestellt, die möchte ich auch mit einfügen. Mal schauen, wie das Ganze ausschaut von der Klemmbausteinwelt. Ist bestimmt eine tolle Sache. Es wird echt super werden mit dem Modul. Modul hat irgendwo so um die 1500 Steine, ein Modul auf zwei Baseplates. Ja, jetzt tun wir noch Zug fahren. Die Lok hängt schon am Ladegerät. Ich schaue jetzt mal nach, ob sie aufgeladen ist. Und dann könnt ihr gespannt sein, was denn für ein Zug kommt. Ja, und da sind wir schon mit der Zugfahrt, der ICE. Das ist natürlich jetzt nicht das heutige Highlight. Er fährt jetzt auch hier recht langsam die Strecke hoch, weil ich auch wieder nur eine Geschwindigkeit eingestellt habe. Wenn ich das Ganze schneller fahren lasse, dann kriege ich hier hinten den Berg runter Probleme, dann wird er zu schnell. So, Highlight ist natürlich jetzt heute ein Güterzug. Und zwar haben wir heute mal wieder einen XXL-Güterzug mit der BR52. Und schon tun wir starten. Ja, lass den jetzt mal so stehen.
Und ihr könnt sehen, ein riesengroßer Zug ist es heute. Macht sich gut auf der Zugstrecke und dann schauen wir uns mal ein bisschen an, wie der Zug hier so fährt. So, da kommt er angefahren. Zählt mal mit, wie viele Waggons sind es. Ich könnte jetzt sagen, alle. Da hinten macht sich das dann auch richtig gut. Und da kommt dann jetzt wieder das mit den Steuern. Den Zug hier, die muss ich natürlich die Lok separat mit der Hand steuern. Ich habe da den Controller in der linken Hand und tue dann entsprechend leicht justieren, damit der ganze Zug nicht zu schnell oder zu langsam ist, damit es auch zusammenpasst vom Fahren her. So, schauen wir es uns mal von da an. Er ist schon gigantisch und die 52 ist eine super gute Lok mit drei Motoren. Gibt auch einiges Videos dazu. Die zieht schon ordentlich was weg. Ich schwenke mal rum. Geht auch gar nicht ganz drauf das Ganze. Jetzt habe ich das Signal gar umgefahren. Ja. So ungefähr sollte... So ungefähr sollte die Länge von dem Güterzug sein, damit es auch halbwegs noch was Vernünftigen ausschaut. Jetzt schauen wir uns mal unseren ICE wieder an. Ja, sicherlich einige sagen, das ist ein Spielzeug, aber es ist auch da nicht leicht zu widersprechen. Es ist ein Spielzeug, aber es ist ein recht gelungenes Spielzeug von Lego hier und er passt doch recht gut. Und wenn ich jetzt das wieder mit dem Emerald vergleiche, der Emerald ist eigentlich auch ein Spielzeug. Die Waggons sind einfach zu kurz, wenn man es genau nimmt. Es ist halt alles auf R40 Radius ausgelegt bei den Lego Sachen. Ne? Und dafür ist der ICE doch eine gute Wahl oder ein guter Zug geworden. Ja, in dem Sinne schauen wir es uns nochmal an, wie er durch den Bahnhof durchfährt. Mit dem Signal muss ich mir was einfallen lassen. Und das war's dann für heute. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Gerne natürlich wieder könnt ihr die Links nutzen in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mich gut unterstützen damit. Schauen wir uns nochmal an, wie er hier um die Ecke rumfährt. Ja, ansonsten würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal dann.